So, etwa Fehlalarm mit Mutter und das alles, aber war ein Schock. Habt ihr ja selber mit, also die das Video gesehen haben und die halt diese Beiträge verfolgen, war ein Schock, einfach anzurufen da, Mutter liegt im Sterben und so weiter und so fort und nachher großes Dementi. Also wenn gewisse Angestellte mit alten Menschen nicht klarkommen, dann sollten die ihren Beruf wechseln, aber egal, müssen wir durch. Heute ist hier Aufräumaktion, die Grünen waren da und sagten, Amado, vom Geschäft, da lagen Spritzen rum, wir säubern im Moment die Stadt, weiß ja, wir werden ja zur grünen Stadt, ne? Die grüne Stadt ist ja die große Aktion, wir waren die Kulturhauptstadt 2010, jetzt sind wir die grüne Stadt, jetzt räumen die auf. Da draußen, die Kunden sagen auch, was ist denn hier los, überall nur Polizei, wirklich, seit Wochen rauschen hier überall die Polizei. Und die räumen auf, die vertreiben jetzt die Drogenszene, sie vertreiben die Obdachlosen, sie vertreiben also alles das, was hier nicht sein soll. So, natürlich dauert das von einem Ort zum anderen Ort, jetzt sind sie hier und vertreiben die von hier. Ich frage mich, wohin wollen die diese Menschen treiben? Also, ja, die ganze Szene, die hier überall ist und alles. Ja, vorhin Radio auch. 400 Millionen wurde ausgegeben für Asylmodelle vom Jobcenter. 400 Millionen hat das Arbeitsamt Jobcenter ausgegeben. Wir haben da ein gewaltiges Problem. In der Verfassung von Nordrhein-Westfalen steht eindeutig, dass jeder Bürger von Nordrhein-Westfalen das Recht hat, seine Arbeit einzuklagen. Das Recht auf Arbeit. Ist kein Scherz. Macht nur keiner. Warum? Keine Ahnung. Sollte man mal anfangen. Darum die Meinung, Amt für Arbeit müsste erschaffen werden, wo jeder rein kann und sich Arbeit besorgen und sich vermitteln lassen kann und auch Angebote einreichen können. Und dann würde es funktionieren, denn das hier mit diesen Wohlfahrtsaus, keine Ahnung warum die das machen, 400 Millionen ausgeben für Asyl. Projekte, davon hatten, also die Leute, die da drin sind, haben nichts davon, sondern nur die Leute, die das Projekt anbieten, also die Projekte anbieten, ja, ob das die eigene Diakonie ist oder die Kirche, keine Ahnung, irgendeiner holt sich das Geld, also die 400 Millionen sind ja nicht weg, die haben nur andere bekommen, ja, in der Überschrift, wir helfen Asyl, im Helfen von Asyl hauen wir Geld raus. Frau Hannelore Kraft hat dafür schon mal 10,4 Milliarden in Sand gesetzt. Und alles regt sich jetzt auf und sagt, ey Leute, was geht denn hier ab? 10,4 Milliarden sind weg, 400 Millionen sind weg. Wo soll das alles herkommen? Es kann ja nicht sein, dass wir Unternehmer hier, wir Kleinstunternehmer, das Ganze auffangen sollen. Und die ganzen SGB-II-Kunden auch da leiden sollen. Ja, also wenn ihr weiterhin die diese politische Mafiosis weiterhin unterstützt, Schulz und so weiter und so fort, also man nennt sowas, so Art Mafiosis, ja, so, dass das alles so, ne? Und man, also ihr müsst mal drüber nachdenken, was wollen wir? Was wollen wir? Wollen wir eine gute Zukunft mit Technik? Oder wollen wir Ruhe mit Technik? Lassen uns aber beuteln, ja. Ich meine, das SGB II, lassen wir jetzt mal, DVB C2 ist dasselbe in grün, ja. SGB II Kunden werden ausgebeutet, Arbeitsplätze werden ausgebeutet, also Arbeitskräfte werden ausgebeutet an verschiedenen Arbeitsplätzen. Eine Person hat 4 Arbeitsplätze, Modell Amerika kann ja wohl nicht so sein. Und andere, die halt hier zu Besuch kommen, aus welchem Grund auch immer, kriegen alles, wollen noch mehr. Und wollen sich verbreiten. Und die Herrscher aus den ihren Ländern, wo sie geflohen sind, die wollen natürlich mit denen dann hier das irgendwie so ein neues Reich bauen oder so. Ja, also das türkische neue Reich ist dann mit Herrn Erdogan als Vollpräsident, der dann fast dasselbe macht wie der ehemalige Österreicher es gemacht hat. Lernt der Mensch nichts dazu. Also ich bin Kind im Schatten von 1946, Stunde 0, wo wir mit Adenauer, 56 und so weiter nach vorne gingen. Also die richtige Bandbreite, ja. Und jetzt haben wir 2017 und wir werden regelrecht ausgezockt und ausgenockt.
Wir sind nur noch am Bezahlen. Wer nicht zahlt, hat nichts mehr vom Leben. Die Frauen mit 40 fangen an, sich neu zu generieren, sich neu auszurichten, neue Wege zu gehen, zulasten der Männer, die halt es nicht gewohnt sind, allein zu sein. Ja, tut mir leid. Ne? Allein sein macht Spaß, aber egal. Wir über 55 plus sind da anders, sind da etwas härter und lassen die laufen, die Frauen. Und wenn sie zurückkommen, ist in Ordnung, ansonsten kommen neue. Ist eine andere Philosophie. Ja, wie gesagt, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ob hier bei Facebook, beim Staat und so weiter und so fort. Die Egomanen, das Ich, das gibt es ja auch mittlerweile nur noch überall zu erblicken, zu hören und zu sehen. Heute Morgen war hier wieder vieles los. Wie gesagt, heute hatten wir wieder feste Gespräche. Wenn Frau mit 40 abrückt, wenn Frau mit 40 alleine lebt, wenn Frau mit 40 macht, was sie möchte. Dann haben wir hier, wie gesagt, momentan sehr hohen Polizeiaufgebot überall, weil ja, wie gesagt, die Säuberung stattfindet, die grüne Säuberung. Die Grüne, also Minister hier, die Grünen von der Stadt Essen, war auch da immer. Wir haben zwei Spritzen da im Busch gefunden bei dir vorm Laden. Pass mal ein bisschen mehr auf. Hallo, ich sehe keinen. Nachts achte ich jetzt hier nicht drauf, was hier nachts abgeht. Ich weiß nur, dass hier hin und wieder mal Alkohol ist, dass hin und wieder mal die Leute sich da hinlegen. Ist mir also auch schon mal aufgefallen. Ich fahre zwischendurch auch mal Patrouille. Straße rauf, Straße runter, muss aber reichen. Ich werde jetzt hier keine Überwachungseinheit gründen. Ich habe genügend Überwachung hier, aber werde die jetzt nicht nach draußen schalten. War er wieder beruhigt, weil die Stadt Essen wird ja jetzt begrünt. Die Stadt Essen wird ja grün. Die Stadt Essen wird entmufft sozusagen. Ne? Die Straßendrogen, also die Szene wird geschoben. Ne? Die schieben sie jetzt. Die sind jetzt hier erstmal. Somit hat die Polizei hier genügend zu tun. Wo sie die hinschieben, sagt keiner. In welchen Viertel, vielleicht ins Ostviertel, da wo die Industrie ist, da können sie ja machen, was sie wollen. Ja? Ja, also man könnte alles besser machen, aber wenn man so viel Geld raushaut in die Welt für alles Mögliche, ich persönlich verstehe es sowieso nicht. Also wenn ich Asyl beantrage, bin ich froh, erstmal Ruhe zu haben, mich zu regenerieren und mich dann wieder auf mein Ziel, ne? Soll ich in diesem Land bleiben, wo ich Asyl habe, dann werde ich auch so, wie die sind. Oder aber ich gehe wieder zurück und versuche da, Hauptsache ich habe hier erstmal Ruhe, habe mich regeneriert, habe einen neuen Start, neuen Weg, neuen Aufbau. Aber was in Wirklichkeit abläuft, wissen wir ja. Es kommen ja diejenigen welche, die da versuchen Geschäfte zu machen, die gelenkt werden von ganz oben, ne? Die werden gelenkt, die dann auch viele Schläfer dabei sind, die Unruhe machen sollen. Das ist unsere Welt im Moment. Wir haben sehr viel Unruhe. Die Ruhe haben, die Spaß haben, Geld haben, kommen gut klar. Die nicht so viel Geld haben, haben also auch weniger Spaß und so weiter und so fort. So, aber wie gesagt, diese sogenannte Plauderstunde mit eurem Medienkanzler hatte natürlich dramatische Züge angenommen. Diese dramatischen Züge will ich hoffen, dass die jetzt mal ein bisschen sich beruhigen. Wie gesagt, Altenheime sind für mich Bahnhöfe für den Endlosexpress mit Belustigungsräume. Ja, wenn man die Belustigung ändert, wird man dann in den Zug geschoben, kriegt das Ticket für die Ewigkeit und dann war es das. Und wir sollen dann noch Winke-Winke machen. Also irgendwie komme ich damit so nicht klar. Wie gesagt, Ärzte wollen Geschäfte machen mit einer Frau, die 89, so gut wie gar nicht mehr wiegt, nämlich 26 Kilo. Eine Magensonde, Magenpads, ich sage nein. Diese Frau, meine Mutter, die ich betreue, die wird aufgepäppelt. Da gibt es Nahrungsmittel für. Dass die teuer sind, weiß ich. Also besorge ich sie und die füttert die Mutter selber. Die Mutter wird jetzt gefüttert. Ich besorge mir jetzt eine Person, die meine Mutter zusätzlich füttert, obwohl die im Altenheim liegt. Haben ja die Angestellten dort ja keine Zeit. Ne? Wissen wir. Brauche ich gar nicht erklären. Also ich verweise auf SWR, NDR, ARD, ZDF. Die haben alle das mal berichtet, was abgeht. Auch Günther Wallraff hat gesagt und gezeigt, wie es in Altenheim abgeht. Brauchen wir nicht drüber reden. Das ist also Schauspielerei. Die Wahrheit ist halt, wir sind alle überfordert. So, wir sind alle überfordert.
müssen alle arbeiten. Und ja, wer nicht arbeitet, muss mit dem auskommen, was er hat. Und die, die ganz viel arbeiten, haben halt weniger Freizeit. Ja? Und das ist eben so. Ja? Das Leben ist nun mal nicht einfach. Und das Leben ist überhaupt nicht einfach, egal wo man hingeht oder mit wem man spricht. So, die Frauen ab 40 finden sich neu. Facebook ist klar. Facebook ist kein sozialer Ort. Das ist alles Mögliche, aber nichts so sehr. Aber egal, man soll es einfach durchziehen. Ich ziehe es auch einfach durch. Wer diese Videoclips mag, schaut sie sich an. Wer diese Videoclips nicht mag, schaut sie sich eben nicht an. So, das war die Plauderstunde mit dem Medienkanzler. Es sind auch so witzige Herrschaften hier. Na, kennen Sie die 10 Geldgesetze? Na? Geld macht frei. Es ist Mittel zum Lebenszweck, nicht aber Zweck meines Lebens. Ja, das ist schon mal das erste Geldgesetz. Das zweite Geldgesetz ist, allerzeit liquide sein, gibt mir optimale Geldsouveränität. Geldsouveränität, toll. Drei Gesetz, ich nehme mir Zeit für mein Geld, einen Tag über Geld nachzudenken, kann mehr einbringen als ein ganzer Monat Arbeit. Das Geld nachdenken bringt mehr wie einen Monat Arbeit. Geldgesetz 4. Ich teile mein Vermögen sachlich und räumlich, vermeide aber eine Zersplitterung. Dann käme, ich werde niemals Geld in Anlagen investieren, nur um Steuern zu sparen. Ich werde immer danach trachten, dass mein Geld auch Geld verdient. Über Nacht sind die wenigsten reich geworden, aber die meisten arm. Die meisten über Nacht sind zu arm, aber die wenigsten reich. Ich bin vorsichtig beim Geldanlegen, übervorsichtig aber beim persönlichen Geldverleihen. Ich verlasse mich nie auf den Staat, weder was die Qualität des Geldes noch die meiner persönlichen Versorgung anbetrifft. Ich bin mir bewusst, dass viel Geld auch viele Feinde bringt und auch Freunde, aber dass mir ohne Geld nicht viel. Ne? Ohne Geld werde ich weder Freunde noch Feinde haben. Man lässt mich links liegen. Toll. Ne? Wie Sie diese 10 Geldgesetze erfolgreich in Ihr Leben verankern, lernen Sie in unserem neuen Lehrgang. Umgang mit Geld. Vergessen Sie nicht unser Angebot. 14 Tage zur Probe. Kennen Sie die 10 Geldgesetze? Also hier wird so manches Spaßiges fotokopiert, hergestellt. Hier wird auch viel philosophiert. Wie gesagt, die anderen Philosophen um mich herum darf ich ja nicht zeigen. Darum habe ich mir gedacht, komm, ich mache die Kamera an und sag allen, hier ist so viel los. Wirklich, hier ist so viel los, wir haben so viel Spaß. Auch leider ohne Kamera. Natürlich würde ich sehr gerne mal diesen gesamten Spaß, den wir hier haben, mit Kamera machen. Und mal schauen, vielleicht klappt es ja. Irgendwann. Ich arbeite dran. Euer Medienkanzler, wie gesagt, ich kämpfe. Ich kämpfe um meine Mutter, dass es ihr ein bisschen besser geht. Ja? Ich kämpfe darum, dass es mir ein bisschen besser geht und ich kämpfe darum, dass es euch ein bisschen besser geht. Also der Kampf ums Ganze ist ja wie immer, kämpfen wir tagtäglich. Ja. Ob das um Geld ist, um Macht ist, um Freunde etc. Ja, dann auf einen fröhlichen Kampf. Ich bedanke mich, dass ihr mal wieder zahlreich hier erschienen seid, real. Und dass ihr auch zahlreich zugeschaut habt im Virtuellen. Alle realen Zuschauer aus dem realen Bereich, wie gesagt, eure Philosophie, eure Meinung, eure Träume können wir hier wirklich mal irgendwann in Szene setzen. Ja? Morgen, Grüße. Computer? So, ich genieße die Sonne. Ja, da gehe ich auch gleich wieder hin zurück, wollte ich nur mal gerade gesagt haben, weil wieder viele Kunden da waren. Wir haben ja heute ein bisschen Späßchen, weil ich genieße heute in der Sonne noch einmal das DVBT. Ihr merkt, genau, ab morgen geht es nicht mehr, mein DVBT. Da muss ich ein neues Fernseher, ein neues Ding kaufen, mache ich aber nicht. Hier im Betrieb muss ich nicht unbedingt Fernsehen gucken. Ich habe es halt, weil daraus Monitore zu machen sind. Sollte ich mal einen guten Monitor mit DVB-T2 inhaltlich bekommen, kann man sich ja dann holen, da kann man auch zwischendurch Fernsehen gucken. Hat immer Spaß gemacht, zwischen den Produktionen fern, so ein bisschen fern zu gucken. Gerade lief ja wieder Two and a Half Men. Alte Schinken, ist klar, aber
so als Pause, so mal reingucken. Na, viel Pause habe ich ja leider nicht, wenn ich gerade draußen sitze in der Sonne, schon ist ja jemand da. Wie gesagt, heute habe ich letzte Mal das DVB-T genossen, in der Sonne, ein bisschen geguckt, Man in the Half, Half in the Man da oder wie das auch immer heißt. Bin einfach mal rauf und runter gegangen, gezippt, gezappt, so richtig Fernsehen gucke ich ja eh nicht mehr. Ich benötige eine Verbindung, die alle 40 Sekunden oder alle 60 Sekunden umschaltet. Ne? Ja. Dann sehe ich also alle Programme 60 Sekunden lang, habe ich auch gute Unterhaltung und wo es mir pressiert, oh ja, die gucke ich zu Ende, drücke ich dann halt den Schalter Hold, dann könnte ich halt die Sendung sehen. Ja, vielleicht baue ich mir mal sowas. Ne? Also bin gespannt, ob morgen wirklich das alles so scharf ist, wie es angekündigt wird. Ne? Ja, okay. Kunde? Ja, Kunde. Nein, Kunde. Schauen wir mal. Kunde. Muss ausmachen.